So, willkommen zum Triebwerkstart. Dann fordern wir mal den Pushback an. Wir wollen hier bitte die Nase nach links und da, genau. Wir nehmen kein De-Icing heute. Das würde jetzt auch nochmal dauern, bis alles so fertig wäre. Und wir sagen Nase nach links, das Tail nach rechts. Okay, der will also, dass wir erst nach dem Pushback die Triebwerke starten. Gut, dann machen wir das auch. In der Zeit können wir ein bisschen mal hier außen gucken, wie wir jetzt genau rollen werden. Also, wir kriegen die Nase nach links, rollen also da lang und nehmen am besten gleich die nächste links, rollen dann davor und dann gleich wieder links zum Rollhalt der Zero Nine Ride. Da steht sogar wieder eine Maschine. Mal gucken, ob wir da sind. Wenn wir da sind, vielleicht geht noch eine raus. Guck mal, die darf also gar nicht auf die Bahn. Aber jetzt macht sie ein Line-Up. Ist halt das Blöde. Wenn wir jetzt ohne ATC fliegen, wissen wir halt nicht, ob gerade eine andere Maschine die Bahn kreuzt. Wir gehen dann mal auf die Tower-Frequenz. Weil wenn ich wüsste, was die Tower-Frequenz ist. Wir bleiben mal auf der Ground-Frequenz, um da vielleicht irgendwas mitzubekommen, wenn eine Maschine irgendwie die Bahn kreuzt. Also, weil wir sehen einfach überhaupt nicht das Bahnende, wenn wir auf die Bahn den Line-Up machen. Ich hoffe einfach mal, dass dann keine Maschine auf der Bahn ist. Oder halt gerade im Anflug. Aber wir gehen auf die Tower-Frequenz, da sollten wir das ja dann hören. Ich weiß gar nicht, wenn die jetzt hier landen, ob die auf der Zero Niner Left landen. Weil die Zero Niner Left ist ja nochmal ein bisschen kürzer als die, wo wir jetzt... Wenn ihr mal guckt, die Zero Niner Left ist ja nochmal hier ein bisschen kürzer als die, wo wir jetzt starten. Aber die Zero Niner Left, da könnte auch ja ein A320 und locker landen. Aber für eine 747 und so würde ich schon eher das hier nehmen. Aber vielleicht lassen die auch hier starten und hier landen. Aber das wäre natürlich blöd für die Flugzeuge, die hier stehen, müssen das Ganze hochrollen. Keine Ahnung, wahrscheinlich... Die hier im Süden stehen, starten hier im Süden. Die im Norden stehen, starten hier im Norden. Weil da sonst viel zu lange Taxiwege wären. Okay, Parkbremse ist gelöst, geht los. Wie seid ihr mit Door Open? Achso, ich weiß sie so wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir hier noch Cabin Doors Arm All machen. Jetzt sagt er mir nichts mehr von Doors Open. Genau. So, wir verlassen die Parkposition, werden sogar schon eingedreht. Und ja, das Beacon blitzt. Wir müssen auch noch warten mit dem Engine Start. Dann warten wir mal auf die Freigabe. Weil ich hatte euch ja schon mal erzählt, wie das damals halt am Frankfurter Flughafen war. Ich habe da ja auch Pushbacks gemacht als Rampagent. Na guck, da kommt eine rein. Die scheint auf der anderen Bahn zu landen. Gut, dann scheint die Zero Niner Ride das nicht für die Landung genutzt zu werden. Weil ich mir eher vorstellen könnte, so A380, 747 würden eher hier auf der größeren Bahn landen, wo wir jetzt auch starten. Genau, da war es ja so, da gab es einmal so eine Linie. Glaube ich, und diese rote Linie und erst wenn das Flugzeug über diese Linie war, dürfte auch irgendwie Startfreigabe gegeben werden. Ist halt schon länger her, seitdem ist es, deswegen weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Dass ich da gearbeitet habe, ist ja schon ein bisschen länger her. Und... Ich glaube, die erste Pushback-Freigabe, nee, das Triebwerk durfte, glaube ich, weiß nicht, ob die erst gestartet werden durften, wenn der Pushback-Truck in der Linie mit dem Flugzeug war oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich hatte es euch ja mal, glaube ich, bei dem Flug von San Francisco nach Delhi, hatte ich das ja mal erzählt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie das war, aber es ist halt schon, wie gesagt, etwas länger her, dass ich da gearbeitet habe. Ich habe ja Ende November 2016 da aufgehört. Ja, guck, da kommt wieder eine Maschine rein. Also gut, was los gerade hier, aber die wird auch wahrscheinlich auf der anderen Bahn anfliegen. Wir gehen auf jeden Fall später auf die Tower-Frequenz, um das mitzuhören. So, jetzt kommt er hingelaufen, disconnectet das Ganze. Und erst wenn er das fertig hat, dürfen auch die Triebwerke starten wahrscheinlich. Was kommt da rein? Ich kann es nicht erkennen. Kleines Flugzeug, aber... Wobei, es könnte auch ein A321 sein. Oder ist ein CRJ? Gucken wir mal von innen. Dann habe ich mir schon gedacht, der Lufthansa Regional sah irgendwie auch so aus. CRJ. Okay, jetzt sollten wir hoffentlich mal bald den Triebwerkstartfreigabe bekommen. Es dauert ja im Moment, bis die alle laufen. Na gut, da kommt auch ein Zunana Ride jetzt hier. Pollot 339er. Ist das, hat Lot Polish Airlines das? Pollot als Callsign? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gerade nicht. So. Und die geht zu 8 Left. Ja gut, okay, dann werde ich so machen, dass die auf 9er Right und 8 Left starten lassen. Je nachdem, wo die halt näher, die Maschinen näher am Gate stehen. Genau, näher an der Bahn stehen.
So, das ist Handsignal. Wunderbar, vielen Dank, mach's gut. Und ich hoffe mal, wir kriegen jetzt die Engine-Start-Freigabe, ne? Der sollte eigentlich mal was sagen dazu. Da ist es. Danke dir! Und ja, dann starten wir doch mal. Engine Number 3. Aber das ist die Air France, die jetzt vor der Lufthansa gestartet ist. Hier ist auch nochmal True Air Temperature. Ist auch Fuel dazu. True Air Temperature minus 5 Grad Celsius. Geht auch zu 8 Left, okay. Über eine, die Pilot Calls an hat, Gold zur 09er Right. So, Engine 3 läuft, wir starten die 1. Ungefähr, wenn es bei dem blauen Strich dann ist, der weiße Zeiger, haben die ja 15% N2 und das ist genau der Punkt, wo ihr das Kerosin dazu geben könnt. Also auch schon ein bisschen früher natürlich, aber das ist so ungefähr der Punkt, wo man es dazu gibt. Warten noch, bis er stabilized ist und dann kommt das zweite Triebwerk noch im Seitenleitwerk. Das ist auch wieder eine Approach, also wir sehen es ja auch dann hier. An EasyJet, wo rollt die? Die gehen alle zu 8 Left, die stehen halt alle näher an der 8 Left. So, ich glaube, als wir mal hier von Paris nach Warschau geflogen sind, sind wir auch auf der 8 Left raus. So, Engine 1 stabilized und noch zum Schluss die 2 starten wir. Sind die Bodenservices noch da? Ja. Und Triebwerk 2 kriegt auch sein Kerosin. Laufen jetzt alle an. Warten, bis jetzt hochgefahren ist, dann geht APU Bleed Air off, APU off und die Ignition kann off. Gucken, dann müsste gleich hier links wieder eins reinkommen. Dann seht ihr, ist die Visibility ein bisschen besser geworden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht man jetzt die Wolken, keine Ahnung, die vorhin auch schon so gesehen haben, habe ich nicht so drauf geachtet. Aber es ist immer noch eingeschränkt, die Sicht, aber kann sein, dass es sogar ein bisschen besser geworden ist. So, Engine Stabilized, wunderbar. Wir gehen Richtung Overhead Panel. Machen APU Bleed Air off. Die APU off. Beziehungsweise. Off, genau, dauert einen Moment, bis die halt ausgeht. So, dann Ignition geht off. Seht ihr auch, die Left Pump ist jetzt auch on. Dann Hydraulics. Und wir machen die After Start Checklist. Beziehungsweise, nee. Warte mal. Ne, jetzt mal so After Start Procedure. Ich muss mich hier nochmal zuschreiben. Ich dachte gerade Checklist. Ne, Checklist kommt erst hier. After Start Procedure. Wir setzen die Flaps. Alter, an der 8 Left. Die rollt auch zur 8 Left. An der 8 Left muss ja gleich jede Menge los sein. So, die Flaps gehen auf 22. Wir checken die Flight Controls. Da haben wir. Das Ganze sollte hier sein. Bei Config. So, da haben wir es. So, also, Full Left. Passt. Full Right. Passt. Full Up. Passt. Full Down. Passt. Rudder. Full Left. Full Right. Und Neutral. Und passt. Wunderbar. Seht ihr, Flaps 22 ist set. Wunderbar. Und wir kommen zur After Start Checklist. So, jetzt aber NTIs. Es ist soweit. Das Anti-Ice geht on. Engine 1, Engine 2, Engine 3, Wing, Tail Anti-Ice. Left, Normal bleibt das und Left and Right, Windshield Anti-Ice. So, Air Panel bleibt Auto, APU ist schon, beziehungsweise geht off, ist aktuell, auch ach, die ist schon off. Genau, ist ja nicht mehr available. Hydraulic Panel ist Auto, Ground Equipment ist removed. Wir lösen die Parkbremse und es geht los zur Startbahn 09er Right, Flughafen Paris, Charles de Gaulle. So, was wir gerade machen in der Zeit, können wir jetzt anrollen. Machen wir schon mal da Nose Light auf Taxi. Und machen die Taxiing. Taxiing Checklist.
Genau, sieht hier steht noch aktuell Spoilers hier. Muss ja später eine Green Box sein, so eine grüne Box mit so einem, also wo jetzt das hier so der weiße Rahmen ist um Spoilers, muss später einfach grün sein und nichts drin stehen. Dann wissen wir, dass alles für die Takeoff alles passend eingestellt ist. Und das sollte aber gleich kommen. Flaps 22, Spoilers, die armen wir nämlich jetzt. Das war die falsche Taste. Jetzt seht ihr wahrscheinlich Standbild. Ich war nämlich mir gerade ein bisschen unsicher, welche Taste das jetzt genau ist. Ich habe nämlich Steuerung und die Raute-Taste gedrückt. Nein, das ist aber Shift und Raute-Taste. Meistens drücke ich richtig, aber diesmal bin ich gerade nicht ganz sicher, was war. Genau, diesen Arm. Shift plus Raute-Taste ist ja, um die Spoilers zu armen. Dann Flight Controls haben wir eben checked. Stabilizer Trim is set, 6.4 Units. Und die Takeoff-Data ist Confirm is set. Ist noch hier drin. So, wir rollen hier links, um dann auch gleich gut zur Bahn zu kommen. Ich weiß nämlich nicht, wenn wir geradeaus weiter rollen, ob wir dann anders irgendwie noch zur Bahn kommen können, ohne jetzt irgendwie erstmal ewig in diese Richtung zu rollen, dann wieder umdrehen zu müssen. Also über Bravo Mike 2 rollen wir weiter. Wir haben ja echt schon krass viele Rollwege dann hier bei diesem Flughafen. So. Wobei, ob das so viel größer ist jetzt als München und Frankfurt, weiß ich jetzt aber gar nicht. Aber es sieht halt von oben schon ziemlich groß aus. Aber wenn ihr mal guckt, so München oder so. Gut, München hat aber auch nur 2 Bahnen. Und der hat ja hier 4 Bahnen. Aber sieht auf jeden Fall schon ziemlich groß aus. Ist ja auch einer der größten Flughäfen der Welt. So, also sieht mich mal. War da eine Landing Light? Nee, ne? Aber auf jeden Fall ganz cool, ganz spannend, dass wir heute mal wieder bei so, ja, spannenderen und nicht so optimalen Flugbedingungen fliegen. Und heute halt mal hier so bei, ja, dann Schnee in Linz landen und hier bei schlechter Sicht, stark eingeschränkter Sicht hier in Charles de Gaulle starten. So. Scheint aber gerade kein anderer zur Bahn zu rollen. Das heißt, die Startbahn gehört jetzt erstmal uns, so wie es aussieht. Diese andere Pollot ist wahrscheinlich auch schon raus. Ach, wobei, ich kann gar nicht zum Tower umschalten, weil ich weiß die Frequenz nicht. Egal, dann halt nicht. So. Wird schon hoffentlich keiner da sein, irgendwie. Geht auch zur 8 left. Ey, die rollen alle zur 8 left. Keiner hier zur 09 right. Stehen alle so an woanders. So, es geht links. Wo müsste jetzt... Stop. Okay, keine Ahnung, hier wird man anscheinend echt erstmal irgendwie anhalten müssen oder so. Wahrscheinlich nur mit Freigabe weiterrollen dürfen oder so. Wir rollen aber jetzt gleich links. Weil da hinten rollt eine Maschine, keine Ahnung, wie hierher rollt. Aber die hat noch ein gutes Stück zu rollen. Sache ist halt die, die auf der 8 left rollen, da seht ihr, da kreuzt jetzt gerade eine die Bahn. So, und da sind wir hier an der 09er right. Guck mal, hier irgendwie voll komisch. In dem Computer ist die... Ah, fuck. Ich habe auch die 08 Ride ausgewählt, ne? Deswegen habe ich mich vorhin auch mit der Star voll gewundert. Und deswegen ist die auch woanders da. Ich habe mich schon gewundert, guck mal hier. Weil wir sind auch hier, da müsste doch hier eigentlich die Bahn sein. Oh, wahrscheinlich habt ihr es gemerkt und ich habe einfach total falsch einfach was ausgewählt. So, Runway 08 Ride, wieso 8 Ride? So, SID, wir gehen raus auf der 09er Ride. Und über, wo ist er? Da, Run 1 Golf Kilo Departure. So, Insert. Müssen wir mal die V-Speed gleich mal anscheinend confirm. Genau, machen wir mal die Discontinuities gerade mal raus, wo wir hier jetzt dabei sind. Z-Top of Descent ist da auch nicht weit entfernt. Wir müssen nochmal hier Slope 0 und 3er Headwind. Nur mal das hier machen. Weil wir jetzt eine neue Runway haben, neue V-Speeds. Okay. Wunderbar. Ja, was wir noch machen müssen. Wo ist denn das? Das musst du eigentlich jetzt. Genau, das habe ich ganz vergessen. Das müssen wir jetzt beim Texting eigentlich machen, aber das können wir jetzt gerade machen. Wir sind ja gleich hier vorne an der Bahn. So, wir müssen einmal den Nav-Button drücken, den hier. Dann den Profile-Button, das ist dieser hier. Und dann einmal Autoflight drücken. So. Und dann kommen wir zur Before Takeoff Checklist. Before Takeoff Checklist, EAD ist checked. High Init Light und die Landing Light, also Strobe Light und das Landing Light geht on. Da sind wir, 09 Right, so jetzt auch richtig. Jetzt seht ihr auch hier, ich habe mich auch schon gewundert, wieso ist da die Bahn woanders. Aber ich habe ja die 08 Right ausgewählt, deswegen war die Bahn hier unten. Und die liegt ja auch da ungefähr. Und jetzt sind wir aber auch hier, wie es steht auch da richtig an der 09er Right, da sind wir jetzt auch. So, Runway Ahead, hier auf Yankee 1 halten wir Hold Short Runway 09er Right.
halt nochmal ansetzen, die Parkbremse. Da ist ein Flugzeug inbound, wie ihr seht, und wenn das unten ist, das sollte aber auf der Serena Left wahrscheinlich landen, oder? Wir sehen es noch nicht. Zumindest, das ist irgendwo anders, wo ich gerade nicht hingucke. Egal, so. Darum müssen wir uns eh nicht gerade nicht kümmern, wir müssen uns die Before Takeoff Checklist machen. Wir machen das High Init Light on, das Strobe Light an, Runway Turn Off Light und das Nose Light auf, Landing Light on, genau, die externen Lights alle on. Hydraulic Panel ist Auto, Air Panel ist Auto, Weather and Weather Radar bleibt jetzt off und Transponder ist Set. Weather Radar steht hier eigentlich als on, ich weiß auch nicht, wie man es bedient, deswegen lassen wir es on. Das ist die nächste Him Approach, wo schon gut gestaffelt, so wie es aussieht. Guckt, die kommen echt auf der 08 Left und auf der 09 Left und 08 Right rein. So Leute, dann sind wir soweit ready für den Takeoff. Das heißt, wo haben wir es denn? Ja. Mal kurz, wie der Takeoff durchgeht. Schubhebel erhöhen, bis wir ein Klickgeräusch hören. Dann steht im FMA Takeoff Thrust. Und dann werden der Schubhebel automatisch in die Takeoff-Stellung geschoben. Ich schiebe die im Joystick auch noch vor dann. Und dann kommt nochmal ein Klickgeräusch, wenn der Schub gesetzt ist und es steht Clamp im FMA. Also hier oben. Da. So, dann würde ich sagen, ab auf die Bahn mit uns. Ah, 119.25. Da haben wir doch die Frequenz. Wir gehen einfach mal kurz auf die Frequenz. Ob wir das jetzt, ob es jetzt irgendwas bringt, weiß ich nicht, aber 119.25. Guck mal, genau, sind wir jetzt hier im Shadi Gold Tower. Gut. Oder habe ich jetzt schon eingegeben jetzt, ne? Wollen wir mal gucken, ob was kommt. So, dann räumen wir mal auf die Bahn. Sind ja soweit ready für den Takeoff. Ihr seht hier auch Greenbox. Passt. Alles konfiguriert für den Takeoff. Sieht ja aus, dass das Flugzeug jetzt laut T-Curls auf der anderen Parallelbahn runterkommt. Ich hoffe nur mal, das, was jetzt davor gelandet ist, jetzt kreuzt nicht gleich unsere Bahn. So. Oder das kriegt eine Hold-Short-Anweisung. Vielleicht macht der Tower das ja trotzdem. Gucken wir mal. So, es sieht immer cool aus hier, wenn die Startbahn sich so vor allem so erleuchtet vor einem erstreckt. So, ich muss einfach gerade mal gucken, dass ich mir alles hier zurechtlege, was wir jetzt gleich für einen Takeoff brauchen. Richten uns erstmal aus, die Bahn ist ja lang genug. Da rechts seht ihr auch den Tower von Charles de Gaulle. So. Runway ist straight vor uns, wunderbar. 09 right, Heading ist richtig, wir sind auf der richtigen Bahn. Und genau, dann würde ich sagen, sind wir soweit ready für den Takeoff. Ich lege mir wie gesagt noch alles hier bereit, was ich jetzt gleich für nach dem Takeoff brauche. Infos, und dann würde ich sagen, los geht's, ab nach Linz, ab nach Österreich. Wir bringen die Fracht dorthin. So, Schub erhöhen wir. Gucken, dass die Triebwerke stabil laufen. Dann geht's gleich los. Da geht die Air France runter. 777, so wie es aussieht. Ja, Engine Stabilized, let's go, Takeoff. Und da war das Klickgeräusch, kam jetzt sogar schon zweimal. Weil soll gleich nochmal kommen wahrscheinlich. So, da war das zweite Klickgeräusch, Takeoff Thrust is set. Wir beschleunigen, brettern hier ordentlich die Bahn entlang. Und Rotate. Das geht ab in die Luft. So, wunderbar, schöner Takeoff. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Hat hier auch eine Bahn runtergebrettert, ordentlich vibriert gerade. Alles mit dem Schub gepasst. Positive Rate, das Gear geht ab. Und wir steigen in den Himmel hinein, in Richtung Himmel, in die Wolken hinein. Und machen den Autopiloten an. Autoflight on. So, Navigation und Profile sind hier alles aktiv. Wunderbar. Und das sah doch schon mal nach einem schönen Takeoff aus. So, Spoilers disarmed. Oh, guck mal, da kriegt jetzt auch eine hier. Ah, das ist die Pollard. Die stand hinter uns, hab ich gar nicht gesehen. Die kriegt jetzt auch die Takeoff-Clearance für die Niner Ride. Wunderbar. Aber das hat doch echt nach einem coolen Takeoff, wunderbaren Takeoff jetzt hier aus. Out of Paris Charles de Gaulle. Ist nur gerade ein bisschen langsam geworden, der Gute. Was ist denn da los? Low Speed. Machen wir FMS Speed, soll ich immer nehmen.
Jetzt beschleunigt er aber mal. Drücken wir nochmal Profile. Wobei, jetzt macht er die Nase ein bisschen runter. Gerade noch ein bisschen stark gestiegen. So, beschleunigt jetzt erstmal auf 210, bis wir die Flaps einfahren. So, wir kommen langsam über die Wolken, wie ihr seht. Wir sind jetzt schon über den Wolken. Und genau, hier ist natürlich wieder schönes Wetter. Ich weiß gar nicht, wo die Sonne gerade ist. Da ist sie, genau. Hier oben scheint ja immer die Sonne. Da unten sieht man ein bisschen hier. Da könnte sogar der Flughafen Paris-Charles de Gaulle sein, wenn ich es so richtig erkenne. Aber genau, war auf jeden Fall ein spannender, cooler Takeoff jetzt hier bei schlechtem Wetter. Gehen ja sofort nach oben, alles nur grau, direkt in die Wolken rein. Kein erstmal langer Steigflug, bis wir in die Wolken reinkommen, sondern direkt fast nach dem Takeoff in die Wolken rein. Aber der Takeoff ist gut verlaufen. Timer ist anscheinend automatisch gestartet. Wir sind jetzt erst seit einer Minute in der Luft. Gut, wir sind auch noch nicht weit vom Flughafen weg. Ohne Probleme ist der Takeoff verlaufen. Wir können die Flaps jetzt langsam mal abfahren, einfahren. So. Wir gehen auf eine Flughafenfrequenz. Guck mal da, genau, kommt es noch eine hier auf die 09er Right, aber ich glaube, auf der 8 Left war nochmal mehr los. So. Aber wir sind auch schon soweit. Slats können auch schon retracted werden. Seht ihr hier, Slats Retract Speed ist ja hier SA, 210 Knoten. So, Dial A Flap Selector geht später schon mal für den Approach auf 15 Grad, 15 Grados. So. Schon mal zweifache Simulationsrate. Dann die Exterior Lights setzen wir mal. Wenn wir schon dabei sind, kommen wir machen jetzt direkt auch. Machen wir alle das Landing Light auch jetzt direkt aus. So. Und die Runway Turn Off. So. Sonst hätten wir jetzt erstmal nur Nose Light und weil sind wir eh gerade durch 10.000, also passt ja. So. Dann After Takeoff Checklist. After Takeoff Checklist. Gear Up, Lights Off. Air Panel ist auf Auto Spoiler Handle ist. Disarmed. Autobrake ist off. Können wir mal checken, haben wir aber off, ne? Genau, off. Flaps and slats sind up and retracted. Hydraulic Panel bleibt auf Auto. Fuel Panel ist Auto. EAD ist checked. Seatbelt Sense bleiben Auto. Exterior Lights and Settle Altimeter sind gleich auf Standard. Aber ich weiß gar nicht, wo die Transition Altitude hier ist, aber wir setzen es mal auf Standard. Standard 1013.